Für die Ehre. Sveras Schlüssel. Froschflöte. Schlachtermesser. Maschenringe. Karteien. Modaro. Für die Macht Nors. So, haut auf alles drauf, was ihr finden könnt. Gebt euren Befehl. So, dann gehen wir, ziehen wir mal weiter. Gehen gleich auf den Turm los, weil die Hexenmeister werden die Orks wegballern. Das ist ein Hinterhalt. Oh, und hier Spawn. Okay, der hat Spawn. Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Ein feiger Angriff. Lasst uns kämpfen. Die Linien dürfen nicht Ruhm brechen. Und Ehre. Auf mein Zeichen. Und los. Lasst uns kämpfen. Manchmal wäre es so schön, wenn die sie nicht in der, überall in der Gegend rumrennen würden. Oh, auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonias. Gebt euren Befehl. Glitzert der Tod. Gebt euren Befehl. Glitzert der Tod. Na, das kann eine Weile dauern, wenn die nur Hexenmeister so drauf einprügeln. So, jetzt können wir weiter hier runter. Hier sind gar nicht mal mehr so viele Gegner. Ein ehrloser Hinterhalt. Ein feiger Angriff. So, schlag das Ding kaputt. Oh, Stufe Heilung. 2. Ringlederpanzer. Ich glaube, Stufe 2 habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. So. Sehr schön. Eine etwas bessere Heilung. Und ich glaube, ich habe wieder irgendjemanden verloren, ja. Einfach alles in Hexenmeister stecken. Thank you.
Gut, das Lager ist auch down. Oh, lesen wir mal kurz. Die Echosümpfe. Beseitigt Worims Orkwache mit Hilfe der Kriecher. Die Elite von Worims Orks bewacht den Aufgang zum Ostberg. Horta glaubt, dass die gefangenen Kriecher Sveras nützlich sein könnten, um die Blockade der Orks zu durchbrechen. Er beutet die Froschschlöte von Svera aus dem nordwestlichen Ork-Lager. Svera, eine Unterführerin Worims, hat Kriecher mit einer Flöte dressiert. Er sollte die Flöte für Horta erbeuten, damit er mit ihr die Kriecher kontrollieren kann. Mhm. Vertreibt alle Waldschraden aus dem Flusstal. Horta fürchtet sich vor den Waldschraden, die das Flusstal bevölkern. Solange noch eine Kreatur am Leben ist, wird er nicht zum Gehege der Kriecher gehen. Gut. Das Tor ist verschlossen. Nur der Lagerschlüssel der Kommandantin kann es öffnen. Den Lagerschlüssel verwenden. Das Tor öffnet sich. Jo. Runenkrieger zu mir! Ich will aber erstmal in... Oh, nein, ich will nicht in diese Richtung, weil da kommen Orks. Ich habe noch nicht geachtet, kamen sie von hier oben? Oder kamen sie von weiter aus dem Sumpf? Ein ehrloser Hinterhalt! Auf mein Kommando! Der Tod ist nur der Anfang! Lasst uns kämpfen! Okay, das war einer meiner Hexenmeister. Jetzt können wir uns um dies... Achso, der zählt trotzdem noch zur Bevölkerung. Lasst uns kämpfen! Nee. Oh, deswegen heißt das Spinnenflüsterer. Wir werden angegriffen. Spinnenflüsterer. Vorsicht, Gegner! Okay, gerade keine Gegner in Sicht. Speichern mal kurz. Auf diesem Main hier sind vier seltsame Symbole zu sehen. Ein Auge, ein Schädel, eine Kröte und eine Hand. Eine Stimme ertönt. Lass ein Goldstück fallen, so sollst du belohnt werden. Goldstück fallen lassen. Das Goldstück fällt zum Boden und verschwindet im Grund. Eine Stimme ertönt. Berühre zwei Symbole und nimm deine Belohnung in Empfang. Schädel. Symbol leuchtet kurz auf. Schädel. Die Stimme sagt, nimm diese Mondmünze. Okay. Kann ich noch mehr? Ja, ein Goldstück fallen lassen. Verschwindet im Grund. Schädel und Kröte. Spruchrolle der Erdmagie. Was ist ein Goldstück in dem Fall? Oh. Goldstück ist wirklich ein Goldstück. Oh, Kurier. Wir werden angegriffen.
Gut, wir sollten uns den Min hier merken, wenn wir mal kein Geld... keine Geldsorgen haben. Ah, hier sind jetzt Spawner aufgetaucht. Okay. So, Waldschrat tot. Weil ich habe jetzt wirklich... jetzt wirklich Kupfer im Wert von also 2000 Kupfer in den Min hier gesteckt. Das ist ein Hinterhalt. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Grimm sieht ein bisschen kaputt aus. Heilen wir mal. Nor wird uns rächen. Jetzt müssen wir uns halt hier ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht brechen. Die Linien müssen halten. Ohne eure Gegenwehr ist vergebens. Ein Vorsicht, feiger Krieger. Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Oh, Lena sieht auch nicht gesund halten, aus. Männer. Die Linien müssen halten. Gebt euren Befehl. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor ist mit uns. Lassen wir sie nicht warten. Mal gucken. Nein, den kriege ich nicht mehr geheilt. Die Linien dürfen nicht brechen. Der ist jetzt eine Spinne. Mal gucken, ob da hinten in der Truhe was Wertvolles ist. Nor wird uns rächen. Adlerschild. Oh. Ja, du brauchst es, du bräuchtest schwere Kriegskurzschilde dafür. Aber ja, dafür hast du das Schild, das andere Schild. Lasst uns kämpfen. Auf mein Zeichen. Oh, wir haben gut was verloren. Aber ich hoffe, dass bald das Tor aufgeht.
Da ist noch genug Aria. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's etwas Meister, blau aus. Gerne. Ich gehorche. Deswegen bauen wir hier mal einen neuen Onyx-Schrein. Wie kann ich dienen? Gerne. Oder eine neue Mondsilberwerkstatt, auch wenn ich denn das Mondsilber wahrscheinlich nicht so sehr brauchen werde.